Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Experteninterview in unserem Format Wissen to Go am Campus Weiterbildung. Für alle, die mich und das Format noch nicht kennen, mein Name ist Christiane Herbst. Ich bin Projektkoordinatorin und Netzwerkerin am Campus Weiterbildung der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. In meinem letzten Interview hatte ich bereits angekündigt, die Quality Minds schicken uns noch weitere Experten aus ihren eigenen Reihen, um uns ein wenig mit in die Welt der agilen IT-Beratung mitzunehmen. Meine heutigen Gäste sind Jona und Tim von den Quality Minds. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Christiane. Vielen Dank. Bevor ich gleich in unser heutiges Thema mit euch Mythen rund um das agile Arbeiten einsteigen, lieber Tim, lieber Jona, stellt euch doch einfach ganz kurz vor. Was habt ihr vielleicht vor den Quality Minds gemacht und was ist eure Aufgabe dort jetzt? Okay. Dann fange ich einfach mal an. Mein Name ist Tim Struck, ich bin bei Quality Minds, auch seit kurzem, also Anfang des Jahres. Ich habe so eine klassische Agenturhintergrund, also ich bin seit über 20 Jahren im agilen, also im digitalen Umfeld. Wir haben halt letztendlich vor 10 Jahren es aber mitbekommen, wie halt so dieser Wandel zur Agilität stattgefunden hat. Das habe ich auch selber mitgemacht, also ich komme halt ursprünglich natürlich aus dem UX und Design Thinking und Konzept. Und da habe ich ja halt gemerkt, wie viel Spaß mir einfach auch macht, mit den Entwicklern zusammenzuarbeiten, wirklich halt agil mit Sachen rumzugehen. Und das hat letztendlich dazu halt so geführt, dass ich so in Quality Minds, bei den Quality Minds gelandet bin. Und auch, dass ich so ein bisschen meine Leidenschaft halt für das Thema Lernen, also halt nicht nur, wie macht man Scrum, sondern auch, wie wird man einfach irgendwie besser, wie findet man raus, wird man schlauer, das mich super viel begeistert. Hier habe ich auch die Möglichkeit, so meine andere Leidenschaft zu verfolgen, nämlich sich mit Game Design, Gamification, also praktisch auch wie das, was wir in Spielen machen, wie das sich auf Lernen auswirkt, anzuwenden, was einfach auch super, super spannend ist. Dann, ja, Jona? Das ist absolut spannend. Ich war gestern erst auf einem Meetup, wo es um das Thema agile Spiele ging. Von daher stimme ich dir da absolut zu. Ja, spannend. Ja, Jona. Sehr gerne, Jona Bratke. Ich bin Psychologe von Haus aus und habe einige Jahre sehr klassisch im Bereich Personaldiagnostik, Personalweiterbildung, Führungskräfteentwicklung gearbeitet, dort auch Trainings angeboten. Und irgendwie gab es für mich da so einen Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, diese Standardtrainings sind zwar auch sehr gut gemacht, aber irgendwie fehlt da eine Nachhaltigkeit. Das ist so ganz erstaunlich und die sagen zwar immer alle Danke und die haben viel gelernt, aber in der Praxis kommt es wohl irgendwie nie an, weil sonst würden die ja mittlerweile ganz anders führen, habe ich gedacht, weil die Trainings gibt es ja schon seit zig Jahren. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es denn anders Sinn machen? Und über einen Umweg dann zu sagen, als Psychologe in die Agilität einzusteigen, ist nicht einfach, weil das sicher auch ein Quereinstieg ist, weil das halt aus der IT kommt und ohne IT-Kenntnis. Geht man so ein bisschen auf die Suche und das bin ich gegangen und bin dann erfolgreich, sage ich mal, nach einigen Versuchen und Dingen kennenlernen, sehr spannende Zeit gehabt, auch als in der Selbstständigkeit bei Quality Minds gelandet und kann hier sowohl das Psychologische im Lernen und Lernbereich machen, mit unseren agilen Lehr- und Lernansätzen mich beschäftigen, aber auch Agilität halt in der Praxis kennenlernen durch IT-Projekte, in die ich eingebunden bin, als Scrum Master als Beispiel, wo ich eine Rolle übernehmen kann. Und diese beiden Welten verbinden sich hier bei Quality Minds und deswegen passt das sehr gut. Ja, super spannend. Ja, das Thema Nachhaltigkeit von Weiterbildung beschäftigt mich in meinem aktuellen Projekt auch. Ich sehe, da gibt es ganz viele Verbindungen und da können wir uns auch gerne nochmal anderweitig austauschen. Super spannend. Vielen Dank. Da kann man auch mal wieder sehen, es gibt im agilen Kontext auch gar nicht so diese Standardkarriere, sondern es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten mit unterschiedlichem Background, sich in dem Thema tatsächlich zu Hause zu fühlen. Ja, jetzt kommen wir mal zum Thema Mythen rund um das agile Arbeiten oder vielleicht kann man es auch Gerüchte oder Vorurteile nennen oder die Ängste, die so das Wort agiles Arbeiten in manchen auslösen. Ich habe da so ein paar Mythen zusammengesammelt und da gehen wir jetzt einfach mal durch. Mythos Nummer 1. Agile Projekte sind nicht planbar und es wird auch nicht dokumentiert. Vielleicht, bevor ihr auf den Mythos selber eingeht oder antwortet, ganz kurz in 2 bis 3 Sätzen. Was ist denn der größte Unterschied zwischen agilen und klassischen Projekten, dass wir das einordnen können und dann eben einfach mal auf den Mythos eingehen? Ich nehme das gerne, das Wort
planbar mal raus, weil das kann ich schön dann darlegen, wie es auch aussieht in klassischen Projekten. Gerne. Entwickelt man über Monate hinweg ein Lastenheft mit klaren Pflichten, mit Meilensteinen, wo alles genau festgelegt ist, wo ein festes Budget dahinter steckt, wo eine Deadline gesetzt wird, da muss das exakt so fertig sein und das wird analysiert und gemacht und geplant. Und wie man mittlerweile ja häufig mitbekommt, kein Projekt wird eigentlich wirklich in Zeit abgeschlossen von diesen klassischen Projekten. Es wird gerissen, es gibt Probleme, weil einfach mit jedem Tag, den man arbeitet, steigt das Risiko, an dem Kunden vorbeizuarbeiten, der das nutzen möchte, an den Usern vorbeizuarbeiten und an dem Produkt vorbeizuarbeiten. Und das ist in diesem klassischen Kontext sehr schwierig, weil man halt irgendwelche Meilensteine hat, die vielleicht 2, 3 Jahre weg sind. Und allein in der Planungszeit kann sich ja schon was verändern. Die Kundenwünsche können sich verändern. Also wenn ich 4 Monate plane ein Projekt und da verändern sich die Kundenwünsche, naja, wahrscheinlich ändern sie sich nochmal innerhalb des nächsten Jahres. Mhm. Und das sind so Elemente im Klassischen, die häufig, sehr häufig mittlerweile halt zu Schwierigkeiten führen. Und Agilität nimmt diese große Spanne und sagt, ja, wir arbeiten wahrscheinlich auch so lange, aber wir kennen das Endprodukt final noch nicht. Wir legen das gar nicht fest. Wir planen einfach das, was wir planen können. Und da gibt es einen Scrum-Ansatz und der sagt, in maximal 4 Wochen schicken wir dem Kunden ein Produktinkrement, also ein Element, ein fertiges Produkt, was zeigbar ist. Das funktioniert nicht immer 100% sauber, aber von der Grundidee her ist das so. Und dann kriege ich Feedback vom Kunden und dann sieht der Kunde plötzlich, ah, das passiert aus meinen Ideen und kann Feedback geben. Also Veränderungen sind möglich innerhalb von sehr kurzen Zeitzyklen, so dass sich das Produkt immer weiter verändert und man hat immer sehr klare Ziele und man kann sie sehr genau planen. Man kann auch Kundenfeedback, also die Leute, die es am Ende nutzen werden, mit einholen in der Zeit, was in so Meilensteinprojekten irgendwann dann am Ende ist und dann hat man aber eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, so viel zu verändern. Und so früher man das macht und so schneller man das in diesen kurzen Zyklen macht, so schneller ist auch die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen. Dieses Inspect and Adapt, wie das heißt, ist ja so ein Grundbaustein im Agilen, das ist einfach ein ganz zentraler Bereich. Mhm. Und das sind so Ideen und planbar genau ist es noch das Element, dass ja man auch vor jedem diesem Sprint, vor diesem 4-Wochen-Zyklus auch sich zusammensetzt, gemeinsam plant, was ist denn realistisch, was können wir denn schaffen in den nächsten 4 Wochen, wo alle, also auch die, die das entwickeln, mit eingebunden sind. Mhm. Also man geht eigentlich eher so davon aus, dass Herausforderungen immer kommen. Und sehr klare Akzeptanzkriterien festgelegt. Ja. Genau, das ist einfach die Rahmenbedingung. So komplexer es wird, desto mehr Varianten und Möglichkeiten und so kommen auch im Laufe der Produktion natürlich dazu. Und wenn die Komplexität kann man mittlerweile im Vorfeld gar nicht mehr analysieren. Also das ist fast gar nicht mehr möglich, weil man nicht weiß, was in einem Jahr ist. Es verändert sich so viel innerhalb von dieser Zeit, dass diese Komplexität gar nicht vorhersehbar ist und in großen langfristig geplanten klassischen Wasserfallprojekten wird das eben versucht. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist eigentlich, also agile Projekte sind nicht planbar, eigentlich sind klassische Projekte nicht planbar. Mhm. Es ist nur suggeriert, dass sie geplant werden. Mhm. Das ist eigentlich meine Antwort auf das Thema planbar. Bei dokumentiert, glaube ich, bist du fitter oder Tim, da kannst du mehr sagen. Ja, da kann ich auch ein bisschen was erzählen. Genau. Natürlich wird in agilen Projekten auch dokumentiert, aber anders. Also wie halt Jonas schon erzählt hat, wir haben unsere Inkremente, wir arbeiten punktuell, wir arbeiten praktisch an der Sache. Und das ist einfach ein bisschen der gedankliche Unterschied. Also während die klassische Projektarbeit, also klassische Softwareentwicklung so ein bisschen auf diesen Ingenieursgedanken, also die Metapher des Engineering, ich mache einen Plan und dann führe ich diesen Plan durch und danach habe ich ein Ergebnis, ist das Agile eher wieder zurück auf den wissenschaftlichen Ansatz, nämlich ich mache ein Experiment. Ich fange mit der Hypothese an, ich glaube, wir sollten das machen, das könnte zu dem und jedem führen. Also schreiben wir das mal hin, wir schreiben die Hypothese runter, wir schreiben die Akzeptanzkriterien runter, wir schreiben alles, was wir auch dazu wissen, um die Problematik dieses Teils zu verstehen und dann probieren wir es aus und dann haben wir dokumentieren wir das und wie möglich wird dokumentieren es sehr, sehr gerne im Endprodukt und nicht in seitenlangen Beschreibungen. Und ich habe die in meiner Karriere irgendwie halt
Ich habe diese Dokumentation geschrieben, die niemand jemals wieder gelesen hat. Und das ist halt vernünftig. Ich habe halt praktisch ein möglichst gut dokumentiertes Produkt, das auch im Source-Code erklärt, was wir da machen. Und das macht es dann einfach einfacher, vor allem, wenn man 3 Monate später sich mit einer anderen Sache wieder beschäftigen muss, weil man einen Teilaspekt wieder aufnimmt, dann ist es ganz gut zu sehen, was haben wir denn da gemacht, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ja, finde ich wirklich einen spannenden Ansatzgedanken, dass man sagt, wir dokumentieren durch das Produkt. Finde ich wirklich sehr spannend und tatsächlich nicht über diesen Projektbericht. Und ist es vielleicht im agilen Kontext dann auch so, dass man sagt, unsere Dokumentation ist eher wie eine Art Wissensdatenbank? Kann man das so sagen? Oft wird es wirklich auch so gemacht. Es gibt ja diese ganzen Entwicklungen wie halt Design Ops, DevOps. Das heißt, wir versuchen Prozesse und Systeme aufzubauen, die alle Aspekte, die man braucht, um die Sachen aktuell und lebendig zu halten, einzubinden. Das heißt, es geht sehr viel weg von diesem Word-Dokument oder dem PDF zu lebendigen Dokumentationen, wo man gleich auf die Komponenten zugreifen kann, sieht, wie die sich ändern, eine Historie hat, ah ja, okay, da haben wir Sachen. Also es ist wirklich, das Entstehungssystem wird lebendig und weil es halt auch komplex ist und man nutzt es entsprechend. Das finde ich eine unglaublich spannende Entwicklung. Ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank für den ersten Mythos oder den widerlegten Mythos. Mythos Nummer 2, agile Teams sind schneller. Jetzt hatten wir ja gerade dieses Thema Planbarkeit, Nichtplanbarkeit, Dokumentation fällt weg. Ist es denn tatsächlich so, was ist eure Erfahrung? Sind agile Teams immer schneller oder sind sie langsamer oder vergleichbar wie Teams, die eher im klassischen Projektmanagement arbeiten? Da mache ich mal so diese klassische UX-Antwort, kommt drauf an. Ja. Also, Jennifer Sutherland hat ein Buch darüber geschrieben und das trägt auch, wie man doppelt so viel in der halben Zeit irgendwie erreichen kann. Also auf der einen Seite, ja, agile Projekte sind schneller, weil man nur möglichst die Sachen macht, die man wirklich braucht und den ganzen anderen Rest nicht. Das ist eine ganz, ganz gute Antwort. Also es gibt diese Dinge, wenn du etwas Gutes machen willst, dann mach das Richtige und mach es richtig. Und mach das Richtige ist oft schwer rauszufinden, nämlich was brauchen wir wirklich? Mit dem Nutzer reden, rausfinden, in Inkrementen arbeiten. Brauchst du das? Und dann sagt er, naja, ist ja nett, ich habe ja auch gesagt, dass ich es brauche, aber eigentlich ist es für die Katz. Und dann merkst du, okay, müssen wir nicht verfolgen, ist nicht so wichtig. Und das ist es. Es ist trotzdem oft eben in dem Sinn nicht schneller, weil man oft eben einen Prozess hat, um rauszufinden, was man wirklich irgendwie halt braucht. Das heißt, es gibt Sachen, die dann rausfallen. Es gibt wirklich auch Unterschiede zwischen welchen Vorstellungen haben wir bei dem Produkt angefangen und wo landen wir, weil das wirklich ein Lernprozess ist. Das muss man irgendwie berücksichtigen. Wenn Sachen wirklich schneller werden sollen, dann wird halt schwierig. Dann muss man mich wirklich halt rausfinden, was man genau haben will, was genau funktioniert, was genau bei den Kunden, bei den Nutzern ankommt. Das sind eigentlich die schweren Sachen und auch die Sachen, die Zeit brauchen, die Iterationen brauchen. Also das ist dieses, warum es drauf ankommt, mal kurz beschrieben. Ja, willkommen zurück, Jona. Du hast ein bisschen Dankeschön. Technische Probleme, aber es macht nichts. Ich glaube, genau. Tim hat die Frage super beantwortet. Also absolut. Ich steige wieder ein. Das heißt nicht, wir sind immer schneller in agilen Projekten, aber vielleicht kann man auch so sagen, wir kommen effizienter zum Ziel. Ne? Also so grundsätzlich ist ja die Zielsetzung in klassischen Projekten, ein Projekt schnell und erfolgreich zu beenden. Und im agilen Kontext ist aber eher erfolgreich und aber nutzerorientiert zum Ergebnis zu kommen. Also genau, und ich glaube, dieses nutzerorientiert oder nutzerzentriert, das ist dann das zentrale Element vielleicht auch, woran man dann Unterschiede erkennen kann. Ja. Vielen Dank. Mythos Nummer 3. Selbstorganisiert ist gleich ziellos. Was bedeutet für euch beide das Thema Selbstorganisation? Was sind Vorteile? Gibt es aus eurer Sicht vielleicht auch Nachteile? Was brauchen Teams, um selbstorganisiert und gut arbeiten zu können? Da steige ich doch gerne wieder ein. Ich habe mich auch ein bisschen mehr mit Selbstorganisation neben Agilität beschäftigt. Da gibt es ja auch noch weitere Ansätze. Und diesen Mythos finde ich
fast schon irritierend, weil Selbstorganisation heißt eigentlich, es muss ein klares Ziel geben, wo sich die Leute, die an diesem Ziel arbeiten, sehr klar committen. Weil ohne Ziel kann Selbstorganisation nicht funktionieren. Und das ist vielleicht, wenn man sagt, also ich frage mich gefragt, woher kommt das her? Also wenn jetzt eine Führungskraft sagt, na, ihr macht doch Selbstorganisation, ich ziehe mich jetzt zurück und mache gar nichts mehr und ihr macht jetzt alles und lässt die einfach laufen, dann ist das ja, wie man im Erziehungsbereich laissez-faire sagt, eher. Aber es ist wichtig, dass das Team gemeinsam ein Ziel entwickelt. Und dann, wenn man ein Ziel hat und merkt, da ist ein Bedarf da, dann passiert auch Führung da drin. Also eigentlich, und die Strukturen müssen auch erstmal sich entwickeln und festgelegt werden. Wie arbeitet das Team erfolgreich zusammen? Wie klären Sie Konflikte? Wie klären Sie Ungereimtheiten? In welchen Zyklen treffen Sie sich? In welchen Meetings? Was macht Sinn an Meetings und was macht Sinn an Arbeit? Wie ist der Austausch? Wie kriegt man Kundenfeedback ein? Also da gibt es sehr, sehr viel Festlegung. Und wenn man Selbstorganisation wirklich richtig lebt und es erfolgreich gestaltet, es ist viel enger, viel rigider als ein hierarchisches Konstrukt, weil, und es ist auch viel transparenter und jede Person da drin hat mehr Verantwortung und trägt mehr Verantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig. Diesen Vorteil, den man daraus hört, kann auch für Einzelne ein Nachteil sein, weil hinter Führung kann man sich manchmal verstecken. Die Verantwortlichkeit geht dann nach oben, man kann das dann drücken, eine Führungskraft kann in einer komplexen Umwelt auch nicht mehr alles kontrollieren, auch wenn sie es gerne würde. Ja, das geht heutzutage auch nicht mehr. Also kann man das auch verschleiern, wenn vielleicht was nicht so sauber läuft, wie man es eigentlich geplant hat. Also das kann auch manchmal bequem sein, unter einer Führung zu sein. Und das, ja. Das fällt in sehr, sehr, sehr stark selbstorganisierten Teams weg, weil alles da ist. Aber dann ist die Frage, wie geht man damit miteinander um? Und das darüber zu sprechen, wie gehe ich eigentlich mit um, wenn Fehler passieren? Und dann ist, wenn das mit Wertschätzung passiert, wenn das mit Ernsthaftigkeit passiert und auf Augenhöhe in der Kommunikation, dann ist Selbstorganisation erfolgreich, zielorientiert, führungsstark und dann kann es auch wirklich erfolgreich gestaltet werden. Was in Deutschland, was ich auch schon oft gehört habe, schwierig ist, weil da muss irgendwie ein Vorgesetzter eingetragen werden zum Teil. Und dadurch hat man automatisch schon bürokratisch eine Hierarchie drin, die man vielleicht im Team gar nicht will. Also in anderen Ländern gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten, das zu gestalten. Aber da würden wir zu tief reingehen. Aber grundsätzlich, Selbstorganisation, kann ich gleich sagen, das Thema, den Mythos kann man auch widerlegen, aber es braucht Zeit, dass die Menschen sich dahin entwickeln können. Es kann nicht einfach so sein, macht mal oder so, das geht eben nicht. Würdest du sagen, jede Organisation ist fähig, selbstorganisiert zu arbeiten? Oder würdest du sagen, es gibt auch Organisationen, also wo es einfach hierarchisch Sinn macht und dass es so bleibt? Also die Fähigkeit möchte ich allen Personen zusprechen. Das Vertrauen, sage ich, habe ich. Einige wollen das morgen machen, die anderen sind skeptisch und wollen das lieber in 2 Jahren machen und gucken sich das erstmal in Ruhe an. Aber die Fähigkeit, selbst zu arbeiten, ist jetzt nicht unmöglich. Aber es braucht halt die Zeit und die Intensität und die Begleitung und die Unterstützung auch von den Menschen. Ja. Wenn aber ein hierarchisches System gut funktioniert, wenn die Menschen grundsätzlich in der Arbeitswelt zufrieden sind, in der Struktur, wie sie arbeiten, die Produkte, die sie entwickeln oder die Prozesse, die sie durchführen, zu gewissem Erfolg führen und alle damit da zufrieden sind, in Anführungsstrichen, dann muss man auch nichts über den Zaun brechen. Also wieso sollte man jetzt die dann dazu zwingen, selbstorganisierter zu sein, wenn sie sagen, ich fühle mich wohl und es funktioniert. Ja. Aber wenn es nicht mehr funktioniert, dann ist die Frage, ob das nicht Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Okay. Und wenn ich jetzt feststelle, es macht keinen Sinn mehr oder ich möchte Richtung Selbstorganisation gehen und meinen Mitarbeitenden, meinen KollegInnen da ja und unterstützen, sich dahin zu entwickeln, was würdest du sagen, was braucht es in erster Linie? Du hast gesagt, Vertrauen, so ein bisschen raushören, dieses Thema Sicherheit. Psychologische Sicherheit. Gibt es da noch so ein paar Stichpunkte, wo du sagst, ja, das sind Themen, die man auf jeden Fall angehen sollte? Also ich fange mal an bei dem Ansatz zu sagen, okay, ihr
letztendlich entscheidet mit. Ja, jeder von uns im Team. Was habt ihr für Bedenken? Was habt ihr für Wünsche? Was denkt ihr, macht Sinn, wie wir arbeiten? Was sind für, wenn ihr euch unseren Status quo anschaut, wie wir arbeiten, was wären Anpassungsmöglichkeiten aus eurer Sicht, die wir relativ gut umsetzen können? Was sind Schwierigkeiten? Also erstmal dieses Reden zuhören, ernst nehmen und Dinge umsetzen, die aus dem Team kommen und das Team möglichst dann in die Entscheidungsfindung mit einzubinden. Das hat ganz viel mit den Werten zu tun und natürlich auch mit Vertrauen und auf Augenhöhe kommunizieren, nachfragen, zuhören, aber auch mutig sein, weil wenn niemand mutig ist im Team und sagt, hey, lass uns mal das ausprobieren, das ist vielleicht ein gewisses Risiko, aber lass uns das zumindest mal für 4 Wochen ausprobieren, ob das nicht vielleicht besser ist, dann entsteht natürlich auch weniger. Aber das kann sich auch entwickeln über die Zeit. Und psychologische Sicherheit hast du angesprochen, ist sicher, könnte man einen eigenen Podcast, glaube ich, zu machen zu dem Thema. Ich beschäftige mich auch sehr gerne damit. Also es sind einfach so die Umgebung, wie fühlt man sich in der Umgebung, dass man sich traut, etwas zu sagen und hat keine Angst hat, um etwas zu äußern. So grob ist psychologische Sicherheit in ganz kurz beschrieben. Und natürlich die Werte leben, wie setze ich sie um? Ja, also da gibt es so viele Aspekte. Manchmal weiß ich gar nicht, wo man anfangen sollte, aber auf jeden Fall bei Menschen. Genau, bei Menschen. Und das ist nichts, was über Nacht passiert. Vielleicht einigen wir uns da drauf. Genau. Ja. Eine Kleinigkeit würde ich noch ergänzen, das Thema Rollen. Also aus meiner Sicht ist es immer ganz hilfreich zu verstehen, Hierarchie ist eine Unterform von Struktur. Also Organisationsformen können unterschiedlich sein, sie können hierarchisch sein, sie können anders geordnet sein. Was sie aber immer haben, sind Rollen. In der Softwareentwicklung ist dieses Rollenrechte-System, ordnet immer, wer darf was. Und das ist letztendlich auch im Umgang sehr, sehr wichtig. Und wenn die Leute halt verstehen, wow, ich habe nicht nur Aufgaben, sondern ich habe auch Rollen und damit auch Rechte und Pflichten und unterschiedliche Sachen, die ich machen kann, Sachen, wo ich mich rausnehmen kann, Sachen, wo ich mich reinbringen soll, je nachdem, welche Rolle ich spiele. Das hilft sehr, sehr gut, eben auch diese Selbstorganisation voranzutreiben, vor allem, wenn ich auch weiß, wir folgen dem Ziel und ich muss nur diesen Teilaspekt machen, das macht es halt auch wieder leichter zu managen, auch für mich selber, weil ich muss nicht alles können und nicht alles machen, aber ich kann dann mich sehr, sehr gut auch fokussieren und ja, sollte natürlich auch das Gesamtsystem im Blick haben. Okay. Ja, danke für die Ergänzung. Machen wir mal weiter. Mythos Nummer 4. Mein Lieblingsmythos. Agilität ist ein Allheilmittel, beziehungsweise mit Scrum können wir an die agile Transformation einen Haken machen. Ach, wäre das toll, dann wären wir reich, oder? Ja, genau. Es ist natürlich so. Einfach uns holen, wir machen das und alles ist super. Na, ist natürlich leider so einfach doch auch nicht. Was wir ja stark auch gesagt haben, ist, Agilität hat sich daraus entwickelt als Lösungsweg, um mit Komplexität umzugehen. Also mit Situationen, in denen man weiß, dass man zu wenig weiß. Das ist erstmal ganz, ganz irgendwie halt wichtig, weil das ist so eigentlich die Voraussetzung. Wenn es darum geht, dass ich ein Baumhaus bauen muss, wo ich alle Teile irgendwie halt habe, dann muss ich keinen agilen Ansatz dafür wählen. Das würde wahrscheinlich auch die Sachen erstmal so schwierig machen. Also wenn man irgendwie erstmal die Anleitung wegwirft und alles irgendwie halt. Also eben dieses, also Komplexität damit irgendwie halt anzufangen. Und man darf auch nicht vergessen, es kommt aus der Softwareentwicklung. Es hat einen sehr, sehr starken Produktentwicklungsansatz. Also gerade Scrum dahin, Agilität kommt auch aus diesem ganzen Kanban, Automotive-Bereich, Subsidiaritätsprinzip, die Entscheidung nach unten bringen. Also da ist es im Großen und Ganzen historisch hergekommen. Das wirklich halt Spannende und Schöne ist, glaube ich, was ich halt ist dieses Subsidiaritätsprinzip, nämlich die Entscheidungsmöglichkeit dorthin zu bekommen, wo wirklich die Kompetenz ist und das Wissen und wo die Probleme wirklich auftreten. Also das ist, glaube ich, das wirklich das Spannende. Und das braucht die Sachen, die Jona vorhin erwähnt hat, die braucht Mut, die braucht Selbstorganisation, die braucht Bereitschaft, auch selbst Entscheidungen zu treffen. Und das macht es halt auch wieder richtig so schwierig, weil jetzt merkt man, damit das Team
agil arbeiten kann, brauchen Sie eben auch diese Sicherheit, wie wir vorhin gesagt haben, das Vertrauen, die psychologische Sicherheit. Das heißt, die ganze Organisation ist plötzlich mitgefragt, weil wenn wir als Team agil sein wollen, aber natürlich, ich muss trotzdem meine Zahlen liefern, ich muss trotzdem meine Deadlines einhalten, komme, was da wolle, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es halt so schwierig, weil man auf beiden Ebenen Dinge tun muss. Man muss das Team dazu bringen, auf Individualebene, wie können wir agil zusammenarbeiten, aber auch, was bedeutet das, wie kann man in Richtung einer agilen Organisation gehen? Und das macht es dann ein bisschen schwieriger, weil das passiert jetzt nicht von heute auf morgen. Ja. Also da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Wir in unserem Projekt möchten auch agil arbeiten, sind aber in so einem ganz hierarchisch Konstrukt gefangen, in Anführungsstrichen. Und da fällt es schwer, wenn man dann auf Schnittstellen in andere Bereiche trifft, die halt eben nicht agil arbeiten, da kommt man dann an Grenzen und muss dann einfach auch sagen, okay, bis hierhin können wir alles, was uns nur als kleine Einheit betrifft, können wir so machen, wie es für uns am besten ist, aber wir stoßen da tatsächlich an Grenzen. Wo wir tatsächlich auch wieder beim Mythos Nummer 5, beim letzten, den ich für heute mal aufgeschrieben habe, wären: Jeder will und sollte agil arbeiten, Fragezeichen. Ihr beide seid in der Beratung unterwegs, trefft also auch täglich auf viele unterschiedliche Menschen. Werdet ihr denn da immer mit Jubelschrei und Konfettiregen empfangen oder gibt es da vielleicht auch mal das ein oder andere schwierigere Gespräch? Also gerade als Berater wird man eigentlich nie mit Konfettiregen begrüßt, weil man genau dann geholt werden, wenn es eben nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Weil vorher vielleicht die Meinung ist, ach, das kriegen wir selber hin. Ach, diesen 4-Wochen-Zyklus, den machen wir doch selber. Und ein Teamlead ist dann plötzlich Product Owner und dann holen wir noch irgendwo eine Person her, die irgendwie Scrum Master macht. Das klappt schon. Klappt natürlich so einfach nicht und kann auch nicht funktionieren. Und dann werden wir dann geholt und dann arbeiten wir erstmal an den Grundlagen. Was ist überhaupt dieses agile Art des Arbeitens, die Werte, die dahinter stehen? Was ist so das Mindset, wie ich an die Personen rangehe, mit denen kommuniziere, wie ich das Team einbinde? Erstmal so Grundlagen und dann merkt man, oh, das hat ja nichts mit klassischer Führung zu tun in dem Sinne, sondern das hat ganz viele andere Aspekte und Führung verteilt sich als Beispiel. Und dann hat jedes Team, jede Abteilung hat unterschiedliche Schmerzpunkte, möchte ich es mal sagen. Und schmerzhaft für uns zu beobachten ist, wenn wir merken, es sollte dort Agilität eingeführt werden, weil bestimmte Rahmenbedingungen, ich nenne jetzt mal innere und äußere Rahmenbedingungen, die ich gleich nennen werde, aber es muss niemand gezwungen werden, das hatte ich vorhin schon gesagt, agil zu arbeiten. Wenn die sagen, brauchen wir nicht, dann sagen wir auch, danke, wir haben euch was gezeigt, wir haben euch mitgeteilt, was wir euch machen können. Ihr wollt es nicht, ihr habt für euch eine Entscheidung getroffen, das ist extrem wertvoll. Mhm. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, dass ihr das nicht möchtet. Das ist wertvoller als zu sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, diesen Mut zu sagen, ich treffe lieber eine Entscheidung als gar keine, und aber auch offen sein, um das irgendwann zu revidieren. Mhm. Interne und externe Faktoren. Intern, wenn eine sehr hohe Unzufriedenheit da ist im Team. Hat meistens Gründe in der Art des Zusammenarbeitens, in der Art, wie Produkte entwickelt werden, wie das Kundenfeedback ist, also was man mitbekommt. Weil wenn ich in die Arbeit gehe und alles ist irgendwie schwierig und ich bin da unzufrieden und da läuft es nicht rund und da läuft es nicht rund, dann hat das Gründe, die im agilen Kontext leichter bearbeitet werden, weil wenn man sich regelmäßig in sogenannten Retrospektiven zusammensetzt, wo man gemeinsam überlegt, was kann ich anpassen, wie kann ich Dinge verändern, wie wir zusammenarbeiten, auch wie wir mit unseren Stakeholdern kommunizieren. Lass uns doch mal so versuchen, lass uns das doch mal machen, lass uns hier eine Anpassung machen. Dann merkt man kleine Erfolge, welche Richtung man einschlagen kann und was möglich ist in dem Rahmen. Und diese als Berater zu analysieren, ist mega wertvoll. Aber rein extern gesehen, wenn man jetzt sagt, grundsätzlich müssen wir das jetzt machen oder nicht, wenn von extern sehr hohe Komplexität auf einen einstürmt, sage ich jetzt mal. Kundenwünsche ändern sich ständig, die Technik, die man nutzt, ändert sich eigentlich ständig. Das Produkt, was man entwickelt, das ist, man weiß noch gar nicht, für wen das eigentlich genau ist, oder diese Gruppe, der User, die ändert sich eigentlich auch noch ständig, und man hat zwar eine grobe Idee oder
so, wo halt noch so viel Unklarheit auch herrscht. Dann ist agiles Arbeiten super, weil wie will ich ein Lastenheft machen, wenn noch viele Unklarheiten da sind? Dann ist es mit dem Daumen gepeilt, also nicht planbar. Und dann doch lieber zu sagen, ah, dann arbeite ich einen Sprint, ich will am ersten Mal ein Konzept, ich will eine Recherche zum Thema XY, ich will die Kunden verstehen. Und dann gehen wir in einen Sprint rein gemeinsam und fangen erstmal an. Und danach merken wir, aha, das geht in die Richtung weiter und wir adaptieren uns. Mhm. Genau. Also würde man sagen, agiles Arbeiten eignet sich, wenn ich irgendwie Produkt oder Dienstleistungen mal grundsätzlich habe, die ich an den Mann, an die Frau bringen möchte. Und wenn ich mich als Unternehmen oder als Einheit dazu entscheide, ich möchte den Kunden und den Nutzer und den Menschen vielleicht generell in den Fokus stellen. Könnte man das ja, da gibt es auch andere Ansätze, den Menschen in den Fokus zu stellen, denke ich. Einfach nur, in den meisten Unternehmen funktioniert das nicht einfach, ich sage jetzt mal, nett zu sein und zu sagen, ich stelle jetzt den Menschen in den Mittelpunkt und deswegen macht agiles Arbeiten Sinn. Das Ziel, das Produkt stehen schon im Vordergrund. Da soll ein gutes Produkt bei rauskommen, was auch verkaufbar ist und was erfolgreich auf dem Markt ist. Und das muss dabei sein und das doch lieber, wenn der Mensch im Fokus steht und alle im Fokus stehen und alle dazu beigetragen haben, als dass irgendjemand sich im stillen Kämmerlein was überlegt, irgendeine Planungsleute das noch machen, dann kommt plötzlich so dieses Ding, setzt dieses Ding hier mal um. Das ist nur ein ganz kleiner Aktenordner oder ein Stapel an Akten. Wir haben, und wenn ihr irgendwas nicht wisst, das ja, können wir jetzt auch nichts machen, müsst ihr durch, so nach dem Motto. Also so allein gelassen werden dann damit. Ja. Das braucht man nicht. Tim, wer sollte deiner Meinung nach eher klassisch arbeiten und eher vielleicht nicht ins Agile wechseln? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das sind Projekte, macht gar keinen Sinn oder das sind Themen, das macht gar keinen Sinn, da irgendwie agil werden zu wollen, weil es halt einfach irgendwie nicht zusammenpasst? Also ich würde gern, dass mein Gehirnchirurg vielleicht nicht agil arbeitet, dass der ein schönes also, Beispiel, ja. Das hat Trial was and mit Error, ja, einmal und nie wieder, ja. Genau, da wäre es ganz gut, wenn er direkt einen Plan hat und denkt, und wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise muss er auch agil arbeiten, weil wenn er meinen Kopf aufgeschnitten hat und merkt, das ist dann doch nicht ganz so, wie er es erwartet hat, dann muss er auch irgendwie halt das Richtige haben. Aber das ist ganz gut, wenn möglichst alle Fälle, die denkbar sind, berücksichtigt sind. Und wahrscheinlich hat er eben nicht die Möglichkeit, das in verschiedene Iterationen zu machen. Ja, dann machen wir es halt nochmal. Also das sind die Sachen, die halt, wo ich eh nur eine Chance habe, Sachen, die jetzt nicht komplex, sondern zum Beispiel nur kompliziert sind, da helfen, also da kann man dann mit Computer einsetzen, die können das alles irgendwie schön überschaubar irgendwie machen. Das ist letztendlich irgendwie halt der Punkt. Aber immer dann, wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, wenn ich irgendwie halt merke, hier sind Grenzen, ich muss mit einem wissenschaftlichen Ansatz, mit der Hypothese irgendwie halt letztendlich anfangen, da lohnt sich's wirklich. Wenn ich aber wirklich alles halt schon da habe und einfach wie gesagt, man muss das einfach nur irgendwie hinbauen, man muss die Sachen einfach nur tun, dann kann es halt kontraproduktiv sein, weil dann kommt dieses plötzlich Diskussion auch, was wollen wir, was ist jetzt wieder irgendwie so wichtig. Ich glaube, es hat jeder auch schon oft irgendwie erlebt, was dann einfach so irgendwie passieren kann. Es ist, glaube ich, auch wichtig, eben dieses Pragmatische. Wir haben hier ein Backlog, eine Liste von Dingen, die wir machen wollen. Wir haben sie priorisiert. Jetzt machen wir es so einfach und müssen nicht immer über jede einzelne Sachen auch dann irgendwie halt drüber reden, sondern dann versuchen wir es auch und auch eben dieser Mut. Vielleicht mache ich es auch falsch, aber ich sehe halt dann, dass ich das falsch gemacht und ich sehe es halt sehr früh. Das hilft halt. Man kann es entwickeln. Man kann immer starten und man kann sich entwickeln und das ist das Schöne. Und ich würde niemandem sagen, macht es auf gar keinen Fall. Lass uns gemeinsam analysieren, ob es Sinn macht bei euch. Weil ich glaube, dass man in einzelnen Bereichen, wo das vielleicht noch gar nicht überlegt war, plötzlich was entdecken kann. Ich habe von einer selbstorganisierten Siemens-Turbinenwerke in Berlin. Super Beispiel, wie ein komplettes Werk selbstorganisiert gebaut worden ist. Jetzt nicht perfekt nach Scrum oder Agilität, aber von den Grundwerten, über was wir heute sprechen, sehr, sehr, sehr stark. Also wenn man die sprechen hört, wie die
das Werk geplant haben, wie die die Leute mitgenommen haben, wie alle beigetragen haben und wie es eigentlich danach sogar bessere Produkte auf dem Markt gab. Sensationell, also super spannend. Und das denkt man vielleicht im Vorfeld nicht, weil man es gerade nicht kennt. Also das heißt, wirklich zu gucken, wie sind unsere Rahmenbedingungen, was ist intern, welche Meinungen sind wertvoll, wie einfach ist es umzusetzen. Also sobald es einfach ist, würde ich sagen, nicht agil, also mach mir bitte eine Rechnung XY und das Computer läuft drüber und hat morgen das Ergebnis. Ja, das ist einfach. So, aber vielleicht alles, was so automatisiert werden kann, eignet sich dann wahrscheinlich einfach nicht unbedingt dazu. Oder? Also Agilität sagt ja also sehr, sehr stark, mach die Dinge, die du nicht automatisieren kannst, agil und sorge dafür, dass in deinem Team alles andere automatisiert wird. Testen, solche Sachen. Aber die Sachen, die du eben nicht automatisieren kannst, das sind das Ding, wo du dein schönes Board brauchst und deine Retros und deine Dailies, weil du es eben nicht kannst. Und da muss jetzt nur noch rausfinden, was das eine ist und was das andere. Was das andere ist, ja. Exakt, genau. Und das ist schon eine große Herausforderung für viele, genau. Ja. Gut, jetzt sind wir so mit den Mythen durch, die ich mir so oder die ich jetzt in den letzten Monaten auch immer mal gehört habe. Was ist denn das Kurioseste, was ihr persönlich über agile Arbeit mal gehört habt? Gibt es da irgendwas? Genau, ich kann dazu so zwei Anekdoten erzählen. Das eine war ein Projekt, wo gesagt, also wir machen dann agiles Projekt, ihr dürft es bloß nicht weder agil noch Scrum nennen, weil wir das schon verbrannt haben. Das kann passieren. Genau. Das Zweite ist, was ich auch halt sehr, sehr schön finde. Ja, wir haben jetzt auf Scrum umgestellt. Unser PO hat seit Wochen angefangen, Pläne zu machen. Und seitdem wir auf Scrum umgestellt haben, passiert gar nichts mehr. Ich glaube, ich kündige. Das kann auch passieren und das sind die unangenehmen irgendwie halt Sachen, wenn man glaubt, dass eine Methodik, eine Technik eine Lösung bietet, anstatt ein gemeinsames Mindset und ein gemeinsames Umfeld arbeiten. Aber das sind so die Beispiele, die ich so kenne, wo man dann schon mit den Ohren ein bisschen schlackert. Okay, ja. Jona, hast du auch noch solche Beispiele? Ein Kollege hat mal berichtet, dass sie gesagt haben, wir haben Scrum versucht. Hat aber nicht geklappt, weil die drei POs sich nicht einigen konnten. Und es ist ziemlich klar, dass es eine Rolle PO gibt und eine Rolle Scrum Master und eine Person nur ausfällt. Also irgendwie schon so, okay. Ja. Oder so Aussagen, wir arbeiten ja agil, dann können wir jetzt ja die Sprintlänge anpassen und ganz flexibel agieren und können ja das Meeting einfach verschieben. Also diesen Ansatz erlebe ich häufig, dass irgendwas ein bisschen eher chaotisch läuft oder einfach so ganz plötzlich passiert, man muss irgendwas wissen und dann wird das mit Agilität begründet. Mhm. Also das ist falsch, weil man hat sehr starre Strukturen, selbstorganisierten Teams und Agilität hat viel mit Selbstorganisation zu tun. Und das heißt, ich habe meine klaren Meetings, ich habe eine klare Sprintlänge, die festgelegt ist, die auch nicht so verändert werden kann, das darf man gar nicht. Nur in Ausnahmefällen und sehr, sehr, sehr gut begründet vor den Stakeholdern. Mhm. Ja, aber einfach so sagen, wir sind gerade nicht fertig geworden mit unserem Sprint, dann machen wir halt das Meeting, hier die Retro und die Review machen wir dann einfach eine Woche später. Das geht eigentlich nicht, weil dann läuft das alles chaotisch, dann macht jeder, was er möchte. Keiner committet mehr sich auf die Zeit. Wir überlegen gar nicht mehr, was schaffen wir in der Zeit. Und sagt, ich denke mir jetzt was aus, was ich ungefähr schaffe, ob wir jetzt das Review, also mit dem Kunden sprechen und was Produktinkrement fertig kriegen in 5 Wochen ist oder in 3 Wochen, ist eigentlich auch egal. Also dann kann das gar nicht funktionieren. Also es ist ganz wichtig, diese nichts so, sich mit Agilität rauszureden, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann lieber sagen, okay, wir haben irgendwie schlecht geplant und deswegen sind wir nicht fertig geworden. Wie planen wir besser in Zukunft? Mhm. Ja, das kann man dann in der Retro besprechen. Ja. Oder eine Aussage, am Ende des Sprints wird es immer richtig stressig. Man macht ja die Planung so, dass man am Ende des Sprints am letzten Tag so wenig zu tun hat noch und so viel und das dann auch schafft, weil man ja kontinuierlich abarbeitet, die Sachen und nicht am Ende dann alles. Also da passt halt irgendwas nicht. Es ist eine gute Beobachtung, die man anpassen kann, aber es war trotzdem irritierend. Also ich glaube, da gibt es so viele Geschichten noch. Das sind jetzt nur kurze Einblicke von uns.
Ja, aber du kommst schon in die richtige Richtung, denn unsere Interviews schließen wir immer mit ein paar praktischen Tipps für unsere Zuhörer, ZuschauerInnen. Was sind denn aus eurer Sicht die wichtigsten Do's oder auch Don'ts, damit so eine Transformation zu einem agilen oder agilerem Arbeiten gelingen kann? Juna, du hast ja jetzt gerade in deiner Antwort schon so ein paar Sachen genannt. Gibt es da noch was, wo ihr sagt, das sind die Do's oder Don'ts, die man definitiv im Auge behalten sollte? Eine Sache, ein Don't, würde ich sagen, ist dieses so Rosinen rauspicken. Wir tun, als ob wir agil werden, weil wir machen jetzt irgendwie alle 6 Monate mal eine Retro und dann probieren wir mal dieses Planning aus und Teamleiter und Projektleitung heißt jetzt Product Owner. Das kann nicht das Wahre sein. Und meine Empfehlung ist, wenn schon Scrum, wenn man Scrum einführen möchte, by the book zu machen, also wirklich sehr sauber die Rollen definieren, ganz klar auch die Unterschiede zu vorher definieren und gucken. Das geht aber nur mit Begleitung, das ist eine krasse Umstellung. Dafür sollte das Team bereit sein und auch die Stakeholder letztendlich. Das andere ist zu sagen, wir wollen gerne agiler werden, aber ohne gleich irgendeine Methodik einzuführen. Das heißt, wir gucken unseren Status quo an und wir gucken in kurzen Zyklen, was ist anpassbar? Wie wollen wir uns verändern? Wie wollen wir uns als Team anpassen? Wie wollen wir uns analysieren? Wie wollen wir uns entwickeln als Team? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie können wir zielorientierter arbeiten und das gemeinsam zu besprechen? Und da dann einfach eine Struktur für sich zu finden und so in die Agilität reinzuwachsen. Ja, das fände ich den anderen schönen Bereich. Aber zu sagen, ich mache jetzt mal so ein bisschen hier, mal ein bisschen da, das kann eigentlich, dann verwischt alles so ein bisschen. So, ne? So, dann lieber mal eine Retro einführen und gucken, was ist, wenn wir als Team eine Retro alle 4 Wochen machen. Ja, und so, und gucken, was wir dann anpassen. Und wenn man sagt, wir brauchen eine neue Rolle, dann kann man sich ja extern Unterstützung holen und zu sagen, wir wollen diese Rolle mal von jemandem, der das wirklich auch kann, zeigen lassen. Die soll uns ein halbes Jahr begleiten und soll uns gleichzeitig aber auch ausbilden intern. Und danach übernehmen wir es im Idealfall selbst in der Rolle, weil wir dann verstanden haben, was heißt denn diese Rolle überhaupt in der Umsetzung wirklich. Ja, also im Prinzip schon Dinge ausprobieren, aber nicht wild ausprobieren und nicht dann wiederum Genau. ungeplant ausprobieren vielleicht. Genau, Ja, sondern genau, richtig. Sondern Gedanken klar zu machen. entscheiden und dass da mal was dabei ist, was nicht funktioniert, das gehört dann dazu. Ja, das ist so, ihr denkt heute, das ist eine gute Entscheidung oder das ist eine Entscheidung, die jetzt gut umsetzbar ist und in 4 Wochen später habt ihr es ausprobiert und merkt, es hat gar nicht funktioniert. Aber und ihr habt auch Begründung, ihr habt Beobachtung, ihr habt Wahrnehmung, ihr habt Feedback bekommen, weshalb es nicht funktioniert. Das ist nicht so, heute habe ich Lust darauf und morgen nicht. Ja, das nicht, sondern auf klaren Fakten und Überlegungen beruhend. Okay. Tim, Do's and Don'ts. Genau. Ich würde halt sagen, fang bei Menschen an und fang beim Team an. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es ist ganz, ganz schwierig in großen Unternehmen darauf zu warten, dass einem irgendwie erlaubt wird, Sachen zu ändern. Aber es funktioniert meistens sehr, sehr gut, dass Teams eine gewisse Art von Autarkie haben und dann die Möglichkeit, Dinge anders zu machen. Und das ist, glaube ich, immer der Ansatzpunkt. Also sich einfach als Team hinsetzen und sagen, okay, ich habe von diesem Agilen was gehört. Wir fangen jetzt erstmal mit so einem Team-Canvas an, nämlich, wer sind wir? Was macht ihr eigentlich? Was haben wir eigentlich vor? Was ist uns wichtig? Was ist unsere Vision, unser USP? Was können wir echt irgendwie gut? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Dann auch rauszufinden, ob die Leute, die mir gerade zugehört hat, ob die ein Team sind oder mehrere. Weil es könnte nämlich sein, dass man eine Abteilung ist und merkt, wir machen zwei total unterschiedliche Sachen. Dann wäre es ganz gut zu sagen, okay, wir sind zwar eine Abteilung, da schreiben wir Abteilung rüber und dann bestehen wir aus zwei Teams, die unterschiedliche Sachen machen und da das dann verstehen. Und dann auch jedem eben die Möglichkeit geben, okay, was machst du, welche Rolle hast du hier? Und wenn wir das irgendwie haben, dann können wir irgendwelche Techniken anfangen. Kannst du gucken, fange ich mit irgendwie einem Kanban-Board an, einfach, okay, hier ist eine Liste von Dingen, die anstehen und ihr könnt es irgendwie anziehen. Oder habe ich halt wirklich halt Lust auf Scrum, gerade in der Produktentwicklung kannst halt, also wenn man halt weiß, wir müssen echt regelmäßig Dinge nach draußen bringen, dann kann das sinnvoll sein. Was ich immer empfehlen kann, ist auch das, was Jona gesagt hat.
Wenn du nur eine einzige Sache ändern kannst, einfach, dann führe regelmäßige Retros ein. Das ist das, was bei meinem vorigen Arbeitgeber im Team wirklich super funktioniert hat, solange wir es halt gemacht haben, war eine regelmäßige Retro ist sowas von Gold wert, weil es das Team zusammenschweißt, weil du wirkliche Action Points hast, die ja sagen, okay, das sind die Sachen, an denen wir arbeiten, die haben echt keinen Spaß gemacht, das versuchen wir zu ändern. Und wenn man das einfach nur monatlich macht, wird plötzlich echt sehr, sehr, sehr schnell, werden Dinge echt angenehmer, besser und man ist irgendwie stolz drauf. Und das wäre so mein Punkt. Es gibt so einen Satz, Menschen überschätzen sich, was sie in einer Stunde irgendwie schaffen können, aber Menschen unterschätzen sich total, was sie in einem Jahr schaffen können. Und wirklich halt 12 Retros kann dein Team in einem Jahr komplett verändern. Einfach nur, weil jeden Monat man einfach ein oder zwei Probleme, die einem das Leben schwer machen, ansprechen kann und dann möglichst auch irgendwie lösen kann. Ja, Veränderung braucht Zeit. Ansonsten kann ich da tatsächlich gar nicht mehr viel hinzufügen und mir bleibt wie immer nur ein herzlicher Dank an Tim, Jona für eure Zeit, den spannenden Einblick in dieses riesige Thema, worüber wir noch Stunden diskutieren und uns austauschen könnten. Wenn ihr draußen noch mehr wissen wollt zu dem Thema, wie man als Person, als Abteilung oder auch als Unternehmen agil arbeiten kann, dann kommentiert doch einfach unsere Beiträge mit euren Fragen und oder schreibt uns eine Nachricht. Wir geben das gerne auch an Tim und Jona oder an unsere anderen Expertinnen und Experten weiter. Ja, für mich war das heute das letzte Interview im Rahmen unseres Formats Wissen to Go, denn ich verabschiede mich ab Oktober 22 vom Campus Weiterbildung und der FAWS in Trommelwirbel, die agile IT-Beratung. Genau, ich gehe zwar spannend. Nicht zu den Quality Minds, aber ich werde auch Kollegin. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken für eure Zeit, für die spannenden Themen, die ihr mit mir geteilt habt und natürlich bei allen anderen, meinen Interviewpartnerinnen und Partnern. Es war mir wirklich ein Fest, euch alle kennenzulernen und mich mit euch auszutauschen. Vielen lieben Dank an der Stelle natürlich auch an unsere Zuschauer und ZuhörerInnen und alle unsere Unterstützer des Formats für die Treue und das großartige Feedback, was ihr uns dazu gegeben habt. Ich hoffe, es wird weitergeführt von meinen Kolleginnen am Campus. Und ja, abschließen möchte ich heute mit einem Zitat, das gleichzeitig auch ein Aufruf an euch alle ist. Das Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Teilen.